Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Affen, und willkommen zurück zu The Last of Us 2. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Rauch. Ich vermute mal, da dürften wir auch auf Tommy treffen. Yolanda, es tut mir leid, ich werde nicht mehr um Elfie, ich werde mich nicht mehr um Elfie kümmern können. Du hattest recht mit den Wolves, Sie sind wirklich noch schlimmer als das Militär. Ich hatte allerdings nicht erwartet, dass wir uns hier gegenseitig fertig machen würden. Alle haben gesehen, was die Wolves mit meiner armen Sophia angetan haben. Und was ich, und was wollten sie im Gegenzug tun? Zugeständnisse machen. Ich hatte Wolfblut verdient. Sie hätten sich mir anschließen sollen. Stattdessen haben sie sich gegen mich verschworen. Also waren sie zuerst dran. Ich habe sie vergiftet. Einen nach den anderen. Nicht um sie zu töten. Sie sollten nur einschlafen. Dann habe ich sie in einer spornverseuchten Garage geschleppt. Uli wachte auf. Wir kämpften. Ich habe ihn eingesperrt, aber er hat mich gebissen. Ach, deswegen waren da so viele an einem Ort. Diese Verräter werden zusehen, wie sie sich langsam verwandeln. Sie werden leiden. Ich hoffe, sie denken an mich, wenn sie den Verstand verlieren. Bei mir geht's schon los. Es kann nicht mehr lange dauern. Ich hoffe, du hast außerhalb dieser beschissenen Stadt deinen Frieden gefunden. Und ich hoffe, dass du nicht zurückkommst und alles siehst. Aber falls doch, es tut mir leid, Boris. Ja. Super Schlussverkauf. Unschlagbare Angebote bei Rosamond. Mit diesem Gutschein erhalten Sie 25% Rabatt auf Ihren gesamten Einkauf. Jo. Kann ich den heute noch zurück abgeben? Moneten lagen ja in der Bank genügend rum. Nix drin. Yay. Halt da die. Genau. Und das Leben ist wieder voll. Verpiss dich! Ich sage mal hallo Boris. Du. Ja. Mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich vermute mal, das dürfte Boris sein. Gut, jetzt haben wir endlich den scheiß Bogen. Okay, scheiße, ist er nicht. Das weckt Erinnerungen. Das wird gehen. Nee, ich möchte jetzt noch nicht da raus. Ich habe nämlich noch einen Raum noch nicht gelootet. Ah, okay. Ich muss. Na, so kann man Puppen auch nutzen. Mal sehen. Hä?
Okay. Ich hab's noch drauf. Okay. Dürfte jetzt alle Pfeile gewesen sein, die hier rumlagen. Ich glaube, dann können wir jetzt mal weitergehen. Weil, hey, hier klar. Ist noch ein Eindringling. Ein Mädchen. War sie hier? Nein, aber dieser Kerl ist hier irgendwo. Oh, Scheiße! Wir machen zwei! Verdammte Scheiße! Colin! Das ist... Warst du schon? Natürlich nicht! Pfeile verursachen mehrere Schaden. Mann, ich wollte eigentlich keine Hunde mehr haben. Okay. Verdammt. Hey, warum habe ich die jetzt nicht aufgehoben? Jetzt halt. Was haben wir denn da schönes? Alkohol. Hier irgendwo sein. Wenn wir ihn haben, sollten wir ihn den Hunden vorwerfen.
Okay, von wo kam der Schuss her? Ja, ich konnte gerade nicht schleichen. Alkohol darf ich nicht vergessen. Such die Scheiße, wo ist er? Ist da was? Er muss hier irgendwo sein. Wenn wir ihn haben, sollten wir ihn den Hunden vorwerfen. Derek hat's erwischt. Ich will, dass jedes Gebäude durchsucht. Okay, aber die Taktik war jetzt nicht schlecht. Nur die Pfeile haben anfangs nicht getroffen. Such der Scheiße, wo ist er? Ist da was? Er muss hier irgendwo sein. Wenn wir ihn haben, sollten wir ihn den Hunden vorwerfen. Hier ist irgendwas. Ich schau mal nach. Hey, was ist los, Junge? Derek hat's erwischt. Da draußen ist jemand. Ich will, dass jedes Gebäude durchsucht wird. Maggie? Okay. Jetzt wird es langsam Zeit, dass ich das hinkriege. Oh. Es kann doch nicht so schwer sein, den Bogen zu treffen. In Real Life schaffe ich es ja auch. Vielleicht den Bogen ausrüsten. Und ich mache... Doch. Hä? Warum geht er nicht auf 6? Ich hab was gesehen. Ich guck mal. Wo zum Henker? Ach, da. Hier ist gar nichts.
Er muss hier irgendwo sein. Wenn wir ihn haben, sollten wir ihn den Hunden vorwerfen. Ja, kommt, jetzt könnt ihr mich in Ruhe töten. Also wenn ich auf dem Rücken liege, kann ich nicht richtig schießen. Aber auch nur manchmal. Ich sollte mich beeilen. Einmal bitte hinlegen. Luch, der Scheiße. Ist was zur Hölle? Er muss hier. Ah, Derek! Da unten! So, jetzt bist du. Komm raus. Jetzt hast du. Jetzt hat Shell healen. Jetzt dürfte es glaube nur noch einer sein. Du kommst von da, wie immer. Weiter so! Oh mein Gott! Und du kommst von da. Beeilung, Ellie. Festnageln! Verdammte Scheiße! Alter! Hier irgendwo sein. Wenn wir ihn haben, sollten wir ihn den Hunden vorwerfen. Wir werden angegriffen. Ich glaube, das kam von dort. Da sind sie! Hier drüben! Sie vorne. Alter, wo war der? Luchte Scheiße, wo ist der? Ist da was? Er muss hier irgendwo sein. Wenn wir ihn haben, sollten wir ihn den Hunden vorwerfen. Maggie? Hey, hast du was? Oh. Wo steckst du? Maggie?
Hey, was ist passiert? Was zum... Was ist denn, Junge? Jedes Gebäude durchsucht wird. Jemand entwischen. Okay, du willst es so haben. Nein. So war das jetzt eigentlich nicht geplant. Gut. Skyler? Ich sehe nach, was los ist. Pass auf. Ach, alles klar. Hier. Alan? Skyler? Ich gehe mal nachsehen. Pass auf. Nachsehen. Alan? Es ist Alan! Mist, er ist tot! Hier ist jemand! Ich will, dass jedes Gebäude durchsucht wird. Okay. Bericht, Leute. Hat irgendjemand was gefunden? Hier drüben ist nichts. Hier drüben! Thank you.
Alter. Der zweite Rund holt mich jedes Mal. Vor allem, nee, ich kann auch keinen Schalldämpfer. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Ich will da nicht. Hund, komm her. Okay. Das ist mies. Ich glaube, sie ist in die Richtung. Nimmst jetzt den scheiß Medipack. Ach, hattest du ja schon. Okay. Scheiße, wo ist sie? Ich will das hier das Gebäude durchsuchen. Einen Eindringling. Wegen der Scheißschule und dem TV-Sender. Ich dachte, das waren Scars. Diese Eindringlinge arbeiten vielleicht mit ihnen zusammen. Nein. Werden. Eins, zwei. So, wenn ich jetzt hier liege, die kommt. Hund, bleib weg, bleib weg, Hund. Nein, schau. Das war jetzt der goldene Schuss. Ach, da bist du! Fuck! Guten Morgen! Oh, Alter. Ich zitter gerade hier. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Räuchert sie aus! Los, los, los! Wie komme ich hier raus? Ja. Ich mache es ganz anders. Jetzt reicht's mir. Ich habe ja keinen Schlagstock mehr. CFX. Aber das mit dem Molotow war gar keine schlechte Idee. Los, los, los!
konnte nicht mehr schießen. Reichert sie aus! Ist da noch einer? Eigentlich müsste da noch einer sein. Wo bist du? Mal hochgehen. Hier ist ein Eindringling! Hilfe! Hallo, Tommy. Was zur Hölle machst du hier? Hä? Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Jesse? Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Scheiße, das sind echt viele. Ja, deswegen bin ich auch gerade die ganze Zeit nur durchgesprintet. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Deine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Okay. Bereit? Ja. Nein. Bitte sei vorsichtig. Okay. Wonach suchen wir überhaupt? Oh, verflucht! Hinterhalt! Und erwischt! Im Gras! Einer noch. Ach, du fährst. Ich dachte, ich fahr. Komm schon. Ich versuch's.
jetzt habe ich wenigstens unbegrenzt Munition. Hallo, nein, ich möchte dich nicht hier haben. Der ist auch ganz schön lieber. Hallo, Klicker. Ciao, Klicker. Alter, Nicole. Sie hat eigentlich keine Tür mehr. Warum schwimmt die nicht aus ihrer Tür raus? Okay. Also Jesse, das Fahren müssen wir noch üben. Alles okay? Geht mir nie besser. Ich glaube, wir sind sicher. Hier, komm. Danke. Hier lang. Okay. Okay, es war doch nicht Tommy, sondern Jesse. Dina! Wir sollten reingehen. Ja, okay, komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Hab mich rausgeschlichen. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm, setz dich doch. Hm? Nein, nein, nein. Das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten zwei Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Ach ja. Das gefällt Ellie jetzt gerade gar nicht. Kann ich dir nicht was denken und alles ist vergessen? Ich weiß, du willst eine Entschuldigung. Dann. Hörst du mir zu? Nee. Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Vielleicht. Okay. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Willst du es probieren? Ja klar, will ich. Aber ich kann keine Waffe auswählen. Ja.
Jetzt. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Okay. Siehst du das Schild da? Das Rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Denk dran, den Fall der Kugel auszugleichen. Shit. Sehr gut. Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns. Lass dir. Na bitte, noch zwei. Erwischt. Das Teil. Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Nee, da kommen keine mehr. Geh mal weiter. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Ja, totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Hä? Wo ist der bitte... Da ist der Wagen. Oh ja. Ach da. Erwischt. Ich mag das Teil. Ah, daneben. Dich habe ich. Keine Eile. Du kriegst das raus. Dich habe ich. Da war auch noch einer. So. Versuch's nochmal. Da ist ja nicht immer einer. Wo ist denn noch einer? Ach. Bin beeindruckt. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Mhm. Hoppala. Der Herbst liegt in der Luft. Der Duft von trockenem Laub. Du hast noch ein paar mehr. Hat gedauert, bis ich den Bogen raus hatte. Das ist der Wahnsinn, was? Was dachtest du denn? Wunderbar. Drei noch. Du lässt dich schnell. Ja.
Wo ist der letzte? Da ist er. Gut gemacht. Ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Her damit. Hey, danke. Her damit. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Schleimer. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Er wartet. Okay, gehen wir. Okay, komm mit, Kleine. Welches Pferd ist denn meins? Das hier. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Naja. Und zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Truppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für ein paar Patrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten. Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren Route. Du weißt schon, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine... Hat es schon verdient. Du bist witzig. Musikladen geht's da hoch. Wir lassen besser die Pferde hier. Ja, klingt gut. Da ist der Musikladen. Ja, ich sehe ihn. Aha. Und der Sheriff ist auch hier. Sogar zweimal. Brauchst du Hilfe? Hab schon. Hier können wir nicht lang, oder? Was? Verdammt! Da könnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Naja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Okay, ich beende diese Folge. Ja, ich beende sie hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!